Hier kommen jetzt Hanno, Lukas, Miku, Sophia und Arm. Und Arm, der wird nur seinen Bildschirm zeigen, denn der hat sich wirklich das ganze Wochenende durchgeboxt, ohne Ton und Video zu haben zu den anderen. Ich würde sagen, Bühne frei. Ja, wir sind Miku, Sophia, Lukas, der vom BBB gehasste Arm, sowie Pekka und Yuki als Mentoren. Wir haben das Gesellschaftsspiel Werwolf digital umgesetzt. Genau, nochmal als Erinnerung. Werwolf ist das Spiel, wo jeder eine Rolle bekommt und es Dorfbewohner sowie Werwölfe gibt. Das Ziel ist es, zu überleben und die anderen Spieler so schnell wie möglich loszuwerden. Die Idee dahinter, unserer Idee ist, dass man mit weit weg wohnenden Freunden oder zum Beispiel während des Lockdowns einen digitalen Spieleabend machen kann. Und inspiriert wurden wir davon von einem bereits existierenden Online-Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel. Ja, also wie die liebe Julia es schon gesagt hat, wollen wir ein Online-Spiel aus einem Gesellschaftsspiel machen. In dem Fall Werwolf, das Kartenspiel. Man kann es auf dem PC und auf mobilen Geräten spielen, weil wir es als Web-App entwickeln. Und wir haben uns für 8 Spieler entschieden und darunter 2 Werwölfe, damit auch alles flüssig läuft und es einfacher ist als mit mehreren Spielern. Und wir haben noch einen Mechanismus, der den Spielern zufällig Rollen zuteilen, geschafft. Ja, also wir haben vor, das in Form einer Website zu machen mit HTML, CSS und JavaScript. Das Backend, also die Logik dahinter, haben wir oder wird noch zum Teil mit Python geschrieben. Und die Grafiken sind von einem netten Künstler und stehen auch unter CC-Lizenz. In Zukunft wollen wir es noch so machen, dass wir mehr Karten hinzufügen, dass das Spiel auch spannender ist und einen Audio-Chat, sodass es eben so ist, dass man besser diskutieren kann, wer jetzt der Werwolf ist. So, wir sind noch nicht ganz fertig, aber das werden wir auch noch machen. Ja. Ja, also es sind auch ein paar Schritte dabei, die halt im Spiel dann nicht angezeigt werden sollen, wie zum Beispiel Listen. Aber also, was ist hier Spielername? Man kann da einen Spielernamen eingeben. Mit dem kann man auch dann spielen, zum Beispiel Werpacker. Ja, und dann werden da jetzt viele Sachen angezeigt. Zum Beispiel jetzt Bewohner, also Werpacker wäre jetzt ein Bewohner. Und ja, der Name wird auch nochmal angezeigt, das ist auch Werpacker. Die speichern wir auch in einem Dictionary, also in so einer Art Wörterbuch, in dem dann alles gespeichert wird. Und unten sieht man dann auch noch Nachrichten an, zum Beispiel jetzt an den Seher, wessen wahre Identität möchtest du durch deine Fähigkeiten in Erfahrung bringen. Und in dem Fall haben wir jetzt Werpacker gecheckt, das heißt, dieser Spieler ist ein Bewohner. Und ja, an die Hexe gibt's dann noch, du kannst einen Spieler auswählen, den du retten oder umbringen möchtest. Für retten muss man 2 eingeben, für töten 1 und wenn man sich die Tränke aufheben will, kann man 0 eingeben.